Ah. Die übernehme ich mal wieder, weil das Level 4. Level 4 ist Level 4. So. Das war das eine Gebäude. Da ist die Crown Site. Um die will ich mich aber erstmal noch nicht kümmern. Ich hätte jetzt doch lieber mal gerne einen. Fairground. Aber nur wohin? Am besten hierhin. Wie sieht's mit Tempeln aus? Ich kann Tempel Ophelia oder Lunod bauen. Lunod ermöglicht es mir, Adepten zu rekrutieren. Ja, das ist hier unten echt nervig. Refreshing. Vor allem, sie kriegt die nicht tot. Nee, wir geben da unten den Bungalow auf. Der hier oben ist am besten dran. Oh, wir haben den Major verloren, sehe ich gerade. So, noch ein Paladin. Und noch ein Mönch. Wir haben hier ein paar Visitors, aber hier nicht. Also führen wir hier den Markttag mal aus. Heiler Level 12 und 10 schon, wow. Ja, die steigen verdammt schnell auf. Oh. Nein, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, hau das Ding ruhig ein. Refreshing. Ich bläst die einfach mal, mal sehen, was bringt. Your Majesty, a new building is complete. At all. Refreshing. No fun at all. Da ist die Ring Site, Ruin Marker. Crowd of Sidiria Resting Site, ja. Elfen sind halt doch nicht so tough, wie man denken könnte. So, die Fairgrounds sind fertig. Wir forschen gerade Tournaments. Our research in the library is complete. So, ich muss doch in der Schmiede weiter upgraden. Also ja, das Königreich lebt gut auf. Der kriegt ein Blessing. Shall we host a tournament now? Komm, wo kommt Grist? Majesty, the local blacksmith. Da können garantiert alle trainieren. Gerade vielleicht bei unseren Paladine. Soll ich den mit? Ari, wir forschen den Meteoritensturm einfach mal. Supercharge. Lightning Storm. Ich werde mal die Ancient Castles Zeit auch los. Da gebe ich gerne auch mal ein bisschen mehr Gold. 1500. Ja, ich weiß, es hat sich jetzt fast nicht resistiert, den wiederzubeleben.
Your Highness, our research in the library is complete. Library ist fertig. Hier wird hoffentlich trainiert. Jo, die Competitive. Also trainieren das schön. The unholy are near. Fliegen Terror, ja. Den da tue ich bei Lightning Bolten, dass er schneller stirbt. Ja, auch meine Arbeiter haben viel zu tun, weil ständig Gebäude angegriffen werden. Ah, endlich mal ein Paladin, der seiner Aufgabe würdig ist und kämpft. Shield of Light. Vigilance, Petrify. Ja, ich sollte den Tempel auch mal ausbauen. Oh, ich habe Milch verloren. Das ist weniger schön. The unholy are near. Ich sollte vielleicht auf Nahkampf Mini Combat stellen, dass gerade die Mönche und die Paladine mitmachen. Ich stelle das einfach. Obwohl, da kommt jetzt gerade unser Level 1 Magier, der sollte auch trainieren können dort. Von daher. A building has been upgraded. Gebäude wurde upgraded, sehr gut. Und nochmal upgraden. Sie hat ein Level abgekriegt und geht gleich nochmal rein. Okay. Und wir nehmen einen Haufen Geld ein dadurch. Das ist auch schön. Majesty, the local blacksmith offers new services. My services may help. So, die beiden Sachen noch weg und ja, zwei Explorer Flags hier und hier mal hin. Die Mission ist jetzt, abgesehen vom Anfang, wieder etwas einfacher. Sie ist zwar ein bisschen stressig teilweise, aber wir haben es eigentlich gut hingekriegt. Bis jetzt. So, da sind ein paar Helden interessiert und kommen auch schon, sogar ein Paladin. Was ich sehr gut finde. Paladine sind halt wirklich starke Krieger. I serve with pleasure. Der deckt da auf. Wie gesagt, ich habe halt nicht mehr in Erinnerung, was passiert, wenn wir die Crown Site zerstören. Deswegen halte ich das noch etwas zurück. So, jetzt stehe ich mal nur auf reinen Nahkampf in der Hoffnung, dass. Obwohl. No Contest. Nein, ich stelle wieder auf alle. Was kann ich noch bauen, Schönes? Lunod oder Helia-Tempel und. Royal Gardens. Ja, den könnten wir noch bauen. Nicht gerade neben den Friedhof, da kommt das ein bisschen komisch. Von mir aus auch ruhig da unten hin. So, wir haben das Castle noch zerstört. Das heißt, wir haben da auch Ruhe. Können jetzt hier wieder Elfen ausbilden.
Ich nehme an, unser Paladin will sich jetzt gleich mit dem Minotaurus befassen. Energies of light. Da kommt sogar noch einer und hilft mit. Praise Doros. Oh. Wir haben schon wieder einen Mönch verloren. Oh. Oh, und da ist ein Werwolf mit einem unserer Schurken hier. Hm. Gut, der will wohl die Reward Flex sich noch schnappen. Aber ich denke, jetzt ist es mal soweit, dass wir da die Ringside, die Crownside angreifen können. My God, Your Majesty. Guckt euch mal das Geld da. Und ja, wir sind bei 25 Tagen gerade. Hm. Your Majesty, a new building is complete. Gut. Ich würde sagen, Angriff auf die Wingside. Die Crownside, nicht die Wingside. Die Elfen geht es voll. Praise Doros! Resting at home. Kauft was beim Blacksmith ein. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, alle Helden. My ambition has paid off. Die wollen. Sollen kommen. Ich gebe gerne ein bisschen mehr aus dafür, weil Gold haben wir jetzt gerade genug. Ich habe noch nicht mal die Blacksmith fertig ausgebaut. Oh, da ist einer ein bisschen vergiftet. Refreshing. Und ja, sehr viele Helden, die kommen wollen und mitmachen wollen. Sovereign, refreshing. Has been upgraded. Das heißt, wir haben auf jeden Fall sehr viele Helden vor Ort, die helfen werden. Falls jetzt gleich was schief gehen sollte. We are victorious, Your Majesty. Nein, das war's schon. Majesty, one can feel your subjects' rising spirits since the recovery of the crown. Your servants have transformed that tarnished artifact into a gleaming prize. The villagers are already lining up at the gates, hoping to get a peek at this revered relic. There is no doubt that it will serve as an inspiring touchstone for your rule. Ja, das hoffe ich auch. Gut, damit haben wir drei Quests schon wieder geschafft. Wir kommen also voran. Das ist sehr schön. Das hatte ich so nicht erwartet, muss ich zugeben. Ich dachte eigentlich schon, dass die Goblin-Horden uns ziemlich auf den Keks gehen werden. Ja, als nächstes da Quest for the Holy Chalice. Oder Chalice, oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Also den Heiligen Gral. Die wird ein bisschen anstrengender. Downloadable Quests. Achso, die extra Quests, die beiden. Das hier ist übrigens, sehe ich gerade, die Demo-Mission. Oh ja, die werde ich vielleicht dann als mal einschieben, einfach bei der nächsten Aufnahmesession, weil jetzt kommen die nervigen Edwards-Quests, die drei hier. Ich kann euch ja schon mal... Nee, ich gebe euch keinen Vorgeschmack. Ich spoilere jetzt nicht in der, im Ende der Aufnahmesession für die nächste Mission. Ich kann nur sagen, dass alle drei, die letzten drei Edwards-Missionen hier timed sind. Und die beiden vor allem Dingen recht nervig sein können. Ja. Dann müssen wir doch die ganzen anderen Missionen schaffen. Und ja, die Download-Mission, da kann ich noch was gerade dazu sagen.
Wrath of Qualm ist in der HD ein Bonus für die HD-Version geworden. Also eine extra Mission für die Majesty HD-Version, die ich ja hier auch gerade spiele, Let's Play. Deswegen können wir die in der großen Auflösung spielen. Und Vampiric Revenge ist halt wirklich die Mission aus der Demo, die ich damals als Kind ziemlich oft gespielt habe, weil ich das Spiel einfach so toll fand. Ja, und ich das erste Mal richtig Panik gekriegt habe durch die Überraschung. Also ja, ich werde wahrscheinlich nächstes Mal die Demo-Mission mal kurz einschieben. Einfach weil ich es kann. Und ja, dann werden wir uns den Holy Chalice holen. Und dann wahrscheinlich erstmal Elfen Treachery machen. Bevor wir den Deal mit dem Dämonen machen. Das ist, glaube ich, die schwierigste Quest von den dreien. Und da muss ich mir überlegen, welche Expertenquest wir als erstes machen. Auf jeden Fall nicht eine von den beiden Secret Quests hier unten. Vielleicht werden wir als erstes versuchen, den Drachen zu töten. Weil das vielleicht am epischsten ist. Hm, werde ich sehen, ja. Oder werden wir sehen, besser gesagt. Ja. Ich werde hier dann halt vorzeitig einen Cut machen, auch wenn wir noch fast über 3 Minuten hätten. Bis zu 1,5 Stunden für die Aufnahmesession. Aber es rentiert sich einfach nicht mehr, was anzufangen. Ja, und der Norden wird dann richtig interessant werden. Also zurück ins Main-Menü. Und ich mache hier erst einmal wieder einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal.